News. Nein, es sind keine Fake News. Wir haben von dem dritten Kind extrem viel Informationen mittlerweile und nicht nur ein bisschen Informationen. Und wir geben Beweise, Beweise haben wir. Warum eigentlich? Wer hat das gesagt? Der gesagt hat, Beweise, Beweise, der kommt jetzt bitte mal hierher. Kommen Sie bitte zu mir und sagen Sie mir, doch bitte, kommen Sie jetzt hierher. Warum? Weil ich gerne wissen möchte, warum Sie einen Beweis dafür brauchen, dass ein Kind gestorben ist. Ich hätte nämlich die Möglichkeit, Sie mit den Eltern zu verbinden und das wüsste ich gerne. Ich möchte gerne, dass Sie das machen. Aber ich bin nicht jeder. Ich bin ein Arzt und ich bin ein Arzt, der hier seine gesamte berufliche Quelle auf oder seine gesamte berufliche Sache aufs Spiel setzt und der hier ganz einfach für Menschen sich einsetzt, die in Gefahr sind. Zeigen Sie mir doch einfach mal diese Todeszahlen. Oder kommen Sie und erklären Sie mir die Zahlen vom Robert-Koch-Institut. Bitte schön, machen Sie es. Also ich bin ein Zeuge und ich habe Beweise dafür. Ich habe sogar die Obduktionsscheine. Ich habe Beweise. Was glauben Sie, was ich jetzt mache? Soll ich das Ganze jetzt bitte weitergeben an die Presse? Dann geht nämlich Ihre liebe Presse hin. Zum Beispiel. Nein, dann gehen nämlich zu diesen frisch trauernden Eltern, die jetzt das ARD und ZDF, wir wollen das tote Kind sehen. Gerne, ich bin gesund, ich habe PCR-Test. Kommen Sie hierher, kommen Sie hierher, Beweise, kommen Sie, beweisen Sie uns, dass Sie einen Grund haben, an mir zu zweifeln. Das, was Sie gerade im Moment machen, tötet Kinder. Weil Sie einfach sagen, Sie unterstellen mir eine Lüge und ich lasse mir keine Lüge unterstellen. Und insofern, wenn Sie sagen Beweise, dann stehen Sie dazu und sagen Sie, warum Sie mir nicht glauben. Ich bin übrigens laut dem Who is Who einer der bedeutendsten HNO-Ärzte in Deutschland. Nur mal das Ding, können Sie checken, machen Sie einen Faktencheck. Ich bin einer der bedeutendsten Mediziner, ich riskiere hier meinen Job dafür, dass Leute sagen Beweise. Ich habe eine Schweigepflicht, liebe gute Frau, und ich habe Beweise. Sie nicht. Und jetzt machen wir eine Gedenkminute für die verstorbenen Kinder. Danke.